Meist im Frühjahr sind die Wiesen übersät mit gelbblühenden Pflanzen. Neben dem Löwenzahn, den wir alle kennen, sind dies oft Hahnfußgewächse, sogenannte Ranunculaceen. Im Studium ist vor allen Dingen die Gattung Ranunculus wichtig. Schauen wir uns einmal die Blüte näher an, fällt uns auf, dass auf der Unterseite sich 5 Kelchblätter befinden und darauf dann 5 Kronblätter meistens folgen. In der Mitte finden wir dann zahlreiche Staubgefäße. Innerhalb der Familie der Ranunculaceen gibt es aber auch Arten mit andersfarbigen Blüten, zum Beispiel mit blau-violetten, mit roten oder weißen. Gelbe Honigblätter gibt es häufig in der Gattung Ranunculus. Davon sollten Sie folgende Pflanzen kennen. Calta palustris, die Sumpfdotterblume. Sie wird im Volksmund auch Butterblume genannt. Ranunculus repens mit kriechenden Blättern und Rhizom. Ranunculus acris, der scharfe Hahnfuß. Diese Arten werden häufig als Kennpflanzen bezeichnet. Für den Anfänger ist eine Unterscheidung zwischen den Arten aber ohne Literatur sehr schwierig. Die Gattung Ranunculus ist ein Kosmopolit, das heißt, sie kommt fast überall auf der Erde vor. Weiße Arten der Gattung, wie zum Beispiel den Alpenhahnfuß, sollten Sie im Gelände auch ohne Bestimmungsschlüssel zumindest in die Gattung einordnen können. Weiße Kronblätter gibt es daneben aber auch in den Gattungen Anemone und Clematis. Dabei sollten Ihnen folgende häufige Vertreter vertraut sein. Clematis vitalba, die gewöhnliche Waldrebe. Sie gehört zusammen mit dem gewöhnlichen Efeu, Hedera helix, zu den einzigen einheimischen Arten, die als Lianen wachsen können. Anemone nemorosa, das Buschwindröschen, finden Sie in großen Gruppen als bodendeckende Frühblüher in Laubwäldern, häufig zwischen Bärlauchpflanzen, Allium osinum, die zwar nicht zur gleichen Zeit, aber ebenfalls weiß blühen. Anemone hepatica oder Hepatica nobilis, das Leberblümchen, ist violett und recht einfach an den markant dreilappigen, dunkelgrünen, ledrigen, silbrig behaarten Laubblättern zu erkennen, die auf der Unterseite violett sind.